Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt gerade unterwegs mit Dennis. Wir sind gerade auf dem Weg zum Bahnhof, beziehungsweise wir sind schon gleich da. Also ich war noch nie bei dem neuen Bahnhofstunnel. Und heute ist die Chance, kann ich mir den angucken. Und gleichzeitig holen wir gleich noch jemanden vom Bahnhof ab. So, wir sind jetzt beim Bahnhof angekommen. Das ist hier noch der alte Tunnel. So, Dennis ist schon ein Stückchen vorgegangen. Hier wurde schon einiges abgerissen. Also das habe ich noch nie gesehen. Ich habe nur auf den Fotos das gesehen im Internet. Sonst habe ich das nicht gesehen. Soll ja zugeschüttet werden, wenn ich richtig gerade liege. Also heute ist auch recht viel los hier beim Bahnhof. Also ist nicht jeden Tag so viel los. So, jetzt sind wir da. Und wir gehen hier jetzt mal einmal durch. Da steht auch 2021. So. Das Jahr, wann er gebaut wurde. Ja. So, hier sind auch Fahrstühle. Ja, ich würde sagen, geht so. Oh, QR-Code kann man abscannen. So, wir müssen zu Gleis 5. Das ist der Zug, der fährt Richtung Magdeburg. Was? Die haben es so. Das hier sind die Gleise 4 bis 5. Ja, wir fahren mit Zug. Ja, wie du gesagt hast. So, da weiter gehen wir jetzt nicht hin. Wir fahren jetzt hier mit dem Fahrstuhl. Oder wolltest du nochmal durchgehen? Das zeigen wir dir. Okay, sieht doch eigentlich fast alles gleich aus. Ja, das ist es ja. So. So, wie sieht der hier aus? Der ist aber schon recht groß. Ja, so, was sind das für Knöpfe? Hä? Ich denke. Ah, auf null. Ach, der redet sogar. Ja, ja. So, auf welcher Seite kommen wir raus? Da? Oder ich da? Weiß ich gar nicht. So, wo kommen wir raus? Da. Ja, wir kommen hier raus. Bahnsteig 4 und 5. Tür öffnet. So, jetzt warten wir noch. Ach, hier sind diese Dinger nicht neu, diese. Wir gehen hier jetzt ein Stückchen weiter geradeaus, sozusagen, bis zu dem alten Tunnel, wo der jetzt abgerissen wird. Gucken wir mal, wie es hier aussieht und zeigen es euch natürlich auch. Ja, hier sieht man nicht so viel. Hier wird man auch nicht so viel sehen. Was guckst du so? Abonnieren und Like darstellen.